In dieser Situation sind wir auf Unterstützung angewiesen, auf Hilfe. Wir können nur mit Freunden zusammen überleben in den betroffenen Bereichen. Und es muss darum gehen, zusammen mit Freunden gegen die drohende Gefahr zu bestehen. Und selbstverständlich muss sich die Gemeinschaft in dieser Situation des mit dem Leben kämpfenden Individuums auf die Seite des möglicherweise Sterbenden stellen, der existenziell eben auf Freundschaft, Hilfe, Unterstützung angewiesen ist. Dies wird durch den Hund ausgedrückt. Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Das wurde am letzten Sonntag gerade auch wieder in der NZZ am Sonntag deutlich, wo eine Untersuchung präsentiert wurde, worin man sieht, das Zusammenleben mit einem Hund von jung an ist mit einem verminderten Risiko verbunden, an Schizophrenie zu erkranken. Hingegen bei Katzen ist das nicht der Fall und Sie wissen sicher, dass man Katzen ja auch ganz fest gern haben kann. Hunde sind da in dieser Hinsicht besser für den Menschen näher und haben diese heilende Wirkung für den Menschen, worauf wir in dieser Situation ganz grundlegend angewiesen sind. Nicht umsonst ist der Hund eben auch das Zeichen aus der Erfahrung gewonnen, über die Jahrtausende, Jahrzehntausende des Menschen, dass der Hund eben der beste Freund des Menschen ist. Und die Polizei, die Gemeinschaft, die sich durch die Polizei in dieser Situation vertreten lässt, muss sich so empathisch, so unterstützend verhalten, eben wie der Hund. Ich bin so ein totaler Fan der Gemeinschaft und so auch der zentralen Funktionen der Gemeinschaft, wie der Polizei selbstverständlich, der Justiz selbstverständlich, dass ich mir nicht vorstellen kann, mich da mit der Polizei herumzuschlagen. Ich habe selbstverständlich die Parkbuße da, 120 Franken, sofort bezahlt. Aber ich muss doch auch in aller Klarheit festhalten, dass die Prioritäten in einem solchen Fall der Rechtsgüter eben falsch bewertet sind in der Stadt Luzern, wenn die Verkehrspolizei eben verhindert, dass man solche Notfalltransporte von schwer gehbehinderten Personen in die medizinische Versorgung, in eine Arztpraxis eben verhindert. Also man sagt, das sei nicht gestattet und ahndet dann eine Übertretung entsprechend mit einer markanten Buße. Das darf nicht sein. Ich würde sehr empfehlen, an dieser Stelle, wir schauen uns dann nachher gerade noch an, an dieser Stelle eben eine Haltemöglichkeit für besondere Patiententransporte eben einzuzeichnen und das ja einem Verleiden
des Autoverkehrs da ein bisschen zu lockern zugunsten der Menschlichkeit des schwer kranken Menschen. Das wäre mein Anliegen. Ich versuche es dann auch noch per Video da einzureichen, mache mir da zwar keine großen Illusionen, dass die Behörden selber das anschauen. Hingegen kann man ja versuchen, über die Kanäle der Politik sich da doch noch Gehör zu verschaffen.